Also, das steht ein bisschen krumm. Aber es sieht gut aus. Ja, herzlich willkommen in meiner heutigen Lektion. Ja, da seid ihr wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dritte Lektion. Heute heißt es, wie baue ich mir aus Baumstämme eigene Musikinstrumente? Es geht ja darum, dass man mit wenig Geld und wenig Talent trotzdem Musiker werden kann. Das möchte ich in meinem 12-Lektion-Programm, sind es überhaupt 12? Weiß ich gar nicht. 2 habe ich schon. Jetzt kommt das Telefon dran. Dann brauche ich noch 9. So viel brauche ich gar nicht. Ich bin ja für mich selber eine vierköpfige Band, habe ich mir überlegt. Ich bringe mir ja Piano bei selber, Gitarre, ne? B7, versteht ihr? Xylophon als Begleitung und Perkussion in ausgewechselter Form. Also im Grunde genommen alles Mögliche, was einen zwischen die Finger ihr wisst, was ich meine, bekommt, mache ich Musik raus. Zum Beispiel aus diesem Olivenbaum werde ich möglicherweise eine Panflöte zaubern oder eine Querflöte. Da weiß ich noch nicht, wie das so ist. Ja, Schnitztechnik, ganz wichtig. Ich habe hier ein handelsübliches Schweizer Messer. Sie können aber auch ruhig ein Messer nehmen aus Castrop, Bottrop, Kirchhellen oder Herne. Das ist ganz gleich. Zuallererst ist es wichtig, die Art des Baumes. Also man kann nicht irgendeinen Baum nehmen, zum Beispiel jetzt nicht den Apfelbaum vom Nachbarsgarten. Da gibt es Probleme hinterher. Sondern ihr geht einfach in den nächstmöglichen Wald. Habt ihr bestimmt irgendwo in der Ecke, wird bei euch ein Wald sein. Hackt euch, ganz wichtig jetzt, hackt euch aus dem großen Baum ein Mittelstück raus. Ihr seht, das ist so ungefähr, ja, kann man mal sagen, fast Adlerflügellänge. Aus dem Baum raus, aber dafür zu sorgen, dass der Baum nicht Schaden von trägt, also nicht kaputt geht. Nur in der Mitte das Stück raus, den Rest des Baums könnt ihr stehen lassen und fangt dann langsam erstmal an, die Rinde von dem Baumstamm zu entfernen. So, ich habe jetzt aus diesem Baumstamm schon mal das Grundgerüst eines Xylophons gebaut. Wer ein bisschen musikalisches Vorwissen hat oder eine Schreinerlehre absolviert hat, der kennt sich ein bisschen aus. Der Hohlraum, ganz wichtig für ein Xylophon, ist ja der Hohlraum. Hier, man sieht so ein bisschen, wenn man genauer guckt, sieht so ein bisschen aus wie das Innenteil einer Sklavengaleere. Ist es aber nicht. Es ist wirklich ein Xylophon und will Wunderwelt staunen, welch Klang erzeugt wird. Ja, ihr könnt anschließend hier aus den Ästen, die sammelt ihr euch, nehmt ihr schön stabile, ganz wichtig ist auch hier wieder, dass der Klang wirklich nach geschnitzter Tätigkeit seine volle Bandbreite erzeugt. Also zum Beispiel jetzt E, G, D, F und auch wieder B7. Ihr schnitzt, hier könnt ihr Stücke rausschneiden. Das ist jetzt so mit dem Messer nicht so gut, dann nehmt ihr einfach eine Säge. Oder wer doch ein bisschen Geduld hat, kann das natürlich mit dem Messer langsam durchtrennen. Schneidet ihr erstmal gleich große Stücke aus diesen Ästen raus. Ich habe hier mal was vorbereitet. So, dass der Roschke nicht vorbereitet wäre. So, so sieht es anschließend aus. Also vorher rund, dann ziemlich flach hier. Um jetzt den Ton zu erzeugen, ist es wichtig, dass man auf die Brettstärke bzw. hier Klangkörperstärke achtet. Also nicht zu dick und aber auch nicht zu dünn. Also so ein Mittelding. Steckt ihr dann einfach hier drauf. So, seht ihr? So, so sieht das dann aus. Und anschließend, wenn ihr alle fertig habt, braucht ihr nur die einzelnen Brettstücke oder hier sagen wir mal Xylophonteile in der richtigen Reihenfolge auf das fertig geschnitzte Xylophon zu legen und habt dann gleich auch den Xylophonklang. Ja, lange. Schneiden dieses Teil hier oben ab von dem Kochlöffel, der obere Bereich, setzen die Zwiebel auf und ziehen das Ganze dann mal
Hier am Rand von eurem Wohnung, Außenbereich oder Innenbereich, einfach mit der Zwiebel wirklich an den Kanten entlang und sammelt dort die kleinen Wollmäuse auf. Das klingt ein bisschen bescheuert, aber diese Wollmäuse haften sich dann um die Zwiebel. Und so habt ihr dann ein richtig funktionierendes Teil. Ich mache mal kurz einen Cut. So, das war der Cut. So, nee, Quatsch. So, das war jetzt der Cut. So, achso, den wegnehmen alles. So, jetzt war der Cut. So, angenommen, das wäre jetzt der Cut gewesen. Ja, so, ich habe es dann mal fertig bereitet, aufbereitet. Hier. Schön anschließend mit Schwarzlack lackieren, damit ihr auch den Unterschied erkennt von links und rechts. Nee, Quatsch. Auch schwarz. Egal, beide schwarz. Ja, hier ist jetzt die Zwiebel mit der Wollmäuse umgarnte, sag ich mal, Klangkörper. So, jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Ihr könnt ja statt einer Zwiebel auch einen Apfel nehmen. So, bis dahin, bis zur nächsten Lektion.